Ja, herzlich willkommen bei Mucha am Montag zu einer neuen Folge von unserer kleinen Sendung, mit der ich Sie immer wieder mit köstlichen Anekdoten und Geschichten beglücken möchte. Ich freue mich sehr, dass Sie da reinschauen, dass Sie uns die Freude machen, zu mir zu kommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie heute wieder als Gast begrüßen darf bei einem Thema, das uns alle betrifft, nämlich das Thema heißt die Feinde. Ich glaube, dass ein Leben ohne Feinde nur halb so lustig wäre. Wobei, Feinde ist natürlich das Extreme. Jeder, der etwas tut, der bewegt, der aufregt, der polarisiert, der hat natürlich Gegenspieler, der hat Kontrahenten, der hat Feinde. Das ergibt sich so im Leben. Und ich habe das nie als etwas Schlimmes gefunden, sondern ich habe Feindschaften gepflegt und Feindschaften genossen. Und ich glaube, es gibt eine wunderbare Passage von Oscar Wilde, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig aus dem Gedächtnis, wo er sagt: Zu meinen Feinden wähle ich nur außergewöhnliche, herausragende, unheimlich sympathische, großartige, großherzige, wunderbare Menschen. Und so geht es mir auch. Keiner von meinen Feinden war irgendein armes Würstel oder eine Null oder ein Wicht, weil mit denen hätte ich mich doch gar nicht abgegeben. Wenn jemand ein Feind von mir sein sollte, dann hatte er Stil, Charakter, Größe, Stärke, weil nur mit denen macht es ja letzten Endes Spaß, sich zu messen. Nun, warum Feinde? Warum schafft man sich Feinde? Warum macht man das? Und es soll ja Leute geben, die behaupten, dass ich la pur la mir Feinde suche und diese Feinde aufstelle, um damit Bewegung in mein Geschäft zu bringen. Sinone vero, ich kann das nicht so genau sagen, die Dinge ergeben sich. Sehr oft plane ich nicht, aber natürlich ergeben sich Feindschaften. Feindschaften ergeben sich, wenn Sie so wie ich dem A3-Verlag eine Zeitschrift vor 35 Jahren abkaufen, die Zeitschrift in die Gewinnzone führen. Nach 8 Monaten merken die Burschen, dass sie etwas verkauft haben, was viel besser ist als das, was sie geglaubt haben. Im nächsten Jahr sind die dann draußen, verkaufen dir die Anteile zum Nominale und beginnen die gleiche Zeitschrift unter einem anderen Titel noch einmal. Und ich hatte damals nicht einmal das Geld, mir die Anwälte zu bezahlen, zu leisten, um die zu klagen. Das ist natürlich eine Riesensauerei, werde ich denen auch meinen Lebtag nicht vergessen. Die Herrschaften, die das seinerzeit mir eingebrockt haben, hießen Donner, Hofer und Färber. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Markt hat ja sowieso gezeigt, dass wir uns durchgesetzt haben. Feinde entstehen aber auch aus der Mitbewerberschaft, wenn man halt nicht respektvoll miteinander umgeht. Überall dort, wo Mitbewerber respektlos sind, überall dort wird es schlimm. Ich hatte einen Konkurrenten, der hieß Walter Norden. In Wirklichkeit hieß er nicht Dr. Walter Norden, sondern er hieß Hosenedel und hat dann seinen Namen auf Norden umändern lassen. Wir haben das durch Zufall herausgebracht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Zeitschrift gegründet habe, der Mann machte eine Zeitschrift, die hieß damals Tourist Austria, habe ich ihn angerufen und gesagt, also Herr Dr. Norden, sehr höflich und sehr respektvoll, Sie sind da ja in der Branche und wir haben jetzt eine Zeitschrift gemacht und diese Zeitschrift wird auf demselben Markt wie Sie agieren und ich würde mich sehr freuen, wenn wir miteinander Kontakt pflegen und wenn wir hier als Ihr Mitbewerber respektvoll miteinander umgehen. Was der Mann mit folgenden Worten beantwortet hat, er hat zu mir gesagt, Herr Mucher, was heißt Konkurrent? Wie können Sie sich arrogieren, so etwas zu behaupten? Sie müssen erst einmal dorthin riechen, wo ich hingeschissen habe, bevor Sie behaupten können, Konkurrent von mir zu sein. Viele Jahre später habe ich den Walter Norden dann an einer Bar getroffen, am Arlberg nach dem Skifahren. Und dort hat er sich an mich herangepirscht und gesagt, Herr Mucher, also Sie haben diese wunderbare Zeitschrift, Extra Dienst, das ist eine Sensation und ich bin begeistert, ich lese das jedes Mal, ich verschlinge das und es hat sich so toll entwickelt, Ihr Verlag, wir könnten ja vielleicht einmal ein Gespräch führen oder ein Interview machen. Und ich habe zu ihm damals gesagt, Herr Dr. Norden, es tut mir leid, aber ich bin noch immer dabei, dorthin zu riechen, wo Sie hingeschissen haben. Diesbezüglich bin ich nämlich ein Elefant, ich merke mir das, wenn sich jemand mir gegenüber mies verhält. Und zwar lange, eigentlich ehrlich gesagt ewig. Tja, die Feinde. Ich glaube, überall dort, wo Menschen begreifen, dass das Geschäft eine kontroversielle Angelegenheit ist, dass du Medien nur dann machen kannst, wenn du aufregst, wenn du Menschen anregst, wenn du Menschen bewegst, sprich, wenn das, was du bringst, polarisiert,
Natürlich führt das dazu, dass Auseinanderschätzungen dastehen, dass Antithesen entstehen, dass Kontrahenten entstehen, dass Kritik wächst. Und das führt dann natürlich in manchen Fällen zu Auseinandersetzungen und in extremen Fällen zu Feindschaften. Und bei Feindschaften gibt es eine meiner Lieblingsanekdoten, und die darf ich Ihnen jetzt erzählen. Als der Herzog von Narves im Sterben lag, da rief er den AB, und der AB kam zu ihm, und der Herzog hat gehaucht: "Ich sterbe." Und der Priester beugte sich über ihn und sagte: "Herzog, ihr seht es ja selber, das ist eure Sterbestunde, bald werden die Sterbeglöckchen klingen. Ich bin gekommen, um euch von euren Sünden zu befreien. Vergebt euren Feinden und auch euch wird vergeben und ich kann euch die Absolution geben." Der Herzog hat sich aufgerichtet mit viel Kraft und hat den Abbé angeschaut und hat zu ihm gesagt: "Ich habe keine Feinde." Darauf war der Abbé sehr erstaunt und der Priester hat gesagt: "Herzog, ihr seid ein mächtiger Mann, ihr seid Herzog, ihr wart am Hof des Königs im Rang eines Ministers und bekanntlich zieht jedes mächtige Amt den Menschen Feinde zu. Vergebt euren Feinden und auch euch wird vergeben." Und der Herzog hat gesagt: "Nein, ich habe keine Feinde." Und der Priester hat gesagt: "Herzog, wenn ihr euren Feinden nicht vergebt, dann kann ich euch nicht die heiligen Sterbesakramente geben. Dann kann ich euch nicht die letzte Ölung geben. Dann kann Gott, der Gerechte, euch nicht vergeben." Und der Herzog sagte seine letzten Sätze und sie waren: "Ich habe keine Feinde. Sie sind alle tot. Ich habe sie alle hinrichten lassen." In diesem Sinn freue ich mich schon auf ein weiteres Treffen. Herzlichst, Ihr Christian Wimucher.